Hallo, heute am Abend möchte ich noch einen kleinen Biertest machen, und zwar ganz einen speziellen. Eins meiner erfolgreichsten Biervideos war ja das umstrittenste Bier Deutschlands. Da ging es um das Oettinger, das von vielen verleugnet wird. Ich trinke kein Oettinger, weil es so billig ist. Das trinken bloß die und die. Nö, heute geht es um das Oettinger Malzbier. Über das Oettinger Malzbier habe ich schon viel Gutes gehört. Ich habe ja kürzlich das Knabemalz vom Präsi von Spandau probiert. Das hat mir gut geschmeckt. Und in den Kommentaren kam, dass das Oettinger auch so gut sei. Nicht ganz so süß. Und deswegen bin ich jetzt drauf gespannt. Ich habe in verschiedenen Getränkemärkten schon geschaut, habe es aber nirgends gefunden. Und vorgestern habe ich dann ein kleines Päckchen bekommen vom Manuel von der Reinigung und Textilpflegefirma Paris. Der schickt mir öfters was, ein treuer Zuschauer, und der hat mir auch einen Brief dazu gelegt. Den lese ich euch jetzt vor. Lieber Ed, anbei senden wir dir zwei Flaschen, passend zu deinen Filmen, das umstrittenste Bier Deutschlands und Malzbier, Knabe-Malztest. Zwei Flaschen Oettinger Malzbier. Wir wünschen dir viel Spaß beim Test. Ich sag, Manuel, vielen Dank, ohne dich wäre der Test jetzt nicht möglich. Jetzt schauen wir uns die Flasche nochmal an. Ist also alkoholfrei gemarkt, dürfen also Kinder und junge Mütter trinken und Leute, die keinen Alkohol trinken wollen. Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz, Ingwer, Zuckersirup, Kohlensäure, Hopfenextrakt und ein Farbstoff. Das ist wahrscheinlich für die dunkle Färbung zuständig. Kommt von der Oettinger Brauerei, aber nicht von der Brauerei zur Verfügung gestellt, sondern ein Geschenk vom Manuel. Jetzt machen wir es mal auf. Haben auch schon ein Glas hergerichtet, dass wir uns die Farbe anschauen können. Kaltgestellt ist es auch. Gießen wir mal ein. Schöne dunkle Färbung, dunkler als Bernstein. Jetzt kommt der erste Schluck. Ja, ganz so herb ist es nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist durchaus auch süß. Genauso, ja, in die Richtung vom Karamalz. Und auch vom Knabemalz. Die sind ganz, ganz eng beieinander. Also da muss man schon genau hinschmecken. Das ist sogar ein Tick süßer als das vom das Knabemalz, würde ich sagen. Ist aber süffig. Was mir auffällt, dass jetzt nicht der kräftige Schaum entsteht. Das Glas habe ich, es war in der Spülmaschine und ich habe es kalt ausgespült jetzt vom Test. Hat sich also keine große Schaumkrone aufgebaut. Ich muss sogar sagen, es ist ziemlich süß. Wer da geschrieben hat, dass es nicht so süß ist wie die anderen, muss ich widersprechen. Schmeckt relativ süß, ist süffig, hat nicht viel Kohlensäure. Schenken wir nochmal nach. Lassen wir es mal plätschern, ob sich der Schaum aufbaut. Ja, ein bisschen. Also ich muss da weiter testen. Ich kann jetzt keinen eindeutigen Sieger oder Favoriten feststellen. Die sind nah bei Rand. Das ist süßer als das Knabemalz und das Karamalz, aber das Karamalz stelle ich extra nochmal vor. Da habe ich eine Sonderedition in der Dose bekommen. Steht schon oben, kommt demnächst mal. Auf das Oettinger war ich auf jeden Fall mehr gespannt, weil mir das empfohlen worden ist. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich sage danke Manuel fürs Schicken und wir sehen uns. Und danke für die neuen Abonnenten. Und die, wo noch nicht abonniert haben, Knöpfchen drücken.